Hallo, ich bin Jo und heute gebe ich euch wieder den Heute beschäftigen wir uns mit dem Filmjahr 1923. Und was war da? Die Gründung der Warner Brothers Pictures Incorporation. In Hollywood wurde die gegründet. Und zwar von den, und das habe ich früher schon mal in einem Clip erzählt, vier aus Polen stammenden Brüdern Harry, Albert, Samuel und Jack L. Warner. Die waren auch schon vorher im Filmgeschäft tätig, haben Filme produziert und auch ein Studio eingerichtet und aber erst jetzt, 1923, ihre Firma gegründet. Seien wir ehrlich, es würde ziemlich viel fehlen in der heutigen Filmwelt ohne diese Warner-Brüder, oder? Mir würde viel fehlen. Zum Beispiel Bugs Bunny. Aber nicht nur natürlich. Dann gab es damals einen Techniker namens Lee DeForest. Und der hat den Phonofilm erfunden. Ein Verfahren, um Tonfilm herzustellen. Das heißt Sound on Film. Dass es wirklich verbunden ist. Technisch, mechanisch verbunden. Bis dahin gab es ja schon immer gerne musikalische Untermalung vom Film. Aber das wurde halt mitgeliefert auf zum Beispiel Schallplatten. Und dann einfach dazu abgespielt. Und Synchronizität war da nicht unbedingt so wichtig oder so genau zu nehmen wenigstens. Aber wenn Sprache asynchron ist, das nervt, oder? Gleichzeitig wurde in Deutschland ein ähnliches Verfahren, eigentlich fast dasselbe, entwickelt von Free Ergon. Aber zurück zum Phonofilm von Lee DeForest. Man hat Ton konvertiert in Licht. Lichtsignale. Und zwar ging es da um die Helligkeit, die Intensität. Deswegen heißt es auch gerne Intensitätsverfahren. Das heißt, dieses Licht wurde dann neben dem Bild, neben den vielen Bildern eines Films, auch aufgezeichnet. Und beim Abspielen wurde das dann wieder zurück in Ton konvertiert. Und das machte das Ganze auch viel einfacher zum Kopieren, weil alles schön auf einem Band war. Das war praktikabel. Das war gut zum Vervielfältigen. Das hat unseren Film weitergebracht. Ein Schrittchen Richtung Tonfilm. Ja, Tonfilm. Der Beispielfilm für dieses Filmjahr kommt natürlich wieder als Stummfilm daher. Aber keine Sorge, er ist trotzdem cool. Er ist vor allem witzig. Und zwar ausgerechnet Wolkenkratzer. Im Originaltitel Safety Last. Der Film kam am 1. April raus. Nee, kein Scherz. Diese Komödie von der Länge von etwa 74 Minuten entstand unter der Regie von Fred C. Neumeier und Sam Taylor. Die Produktionsgesellschaft waren die Hal Roach Studios, also Produzent war Hal Roach. Ja. Und man kann sich's schon fast denken, es ist eine US-amerikanische Produktion in Englisch. Das Drehbuch stammt übrigens von Hal Roach himself, Sam Taylor und Tim Whelan. Und wir können uns alle gemeinsam über diesen Film freuen, denn er hat FSK 0. Dann gucken wir noch kurz, wer da mitgespielt hat. Und zwar Harold Lloyd als The Boy, der Junge, Mildred Davis als The Girl, das Mädchen, Bill Strother als Bill, der Kumpel, Noah Young als The Law, der Streifenpolizist und noch einige mehr. Dann setze ich mich wieder mal hin und erzähle in einer Zusammenfassung, was in diesem Film so passiert. The Boy, eigentlich auch Harold genannt in Texttafeln, der verlässt sein Heimatstädtchen Great Bend, um in die große Stadt zu gehen. Er lässt sein Mädchen zurück, The Girl, und will, dass sie nachkommt, um sie zu heiraten, sobald er Erfolg hat in der großen Stadt. Ein Weilchen später. Er hat eine Wohnung mit einem Mitbewohner, aber die haben nicht groß Geld. Die haben so wenig Geld, dass sie sich auch vor der Vermieterin verstecken. Und alles Geld, was er auftreiben kann, steckt er in einen Anhänger für seine Geliebte zu Hause und schickt ihr den. Allerdings noch ohne Kette. Dafür hat es nicht gereicht. Erst mit dem ersten Lohn kann er die Kette dann nachkaufen und ihr nachschicken. Lohn? Ja, er arbeitet in einem Warenhaus und zwar in der Stoff-Textil-Abteilung. Ja, Schlachtfeld. Wow. Und er hat natürlich nicht nur anstrengende Kunden, er hat auch einen anstrengenden Chef. Natürlich.
Zwischendrin gibt es dann noch eine Szene, die wird später wichtig. Der Junge trifft auf einen Polizisten, der ein alter Freund aus der Heimat ist, aus Great Bend. Und sie freuen sich und schubsen einander, wie eben früher auf dem Schulhof, ne? Er will seinem Kumpel Bill einen Streich spielen und sagt ihm, ey, ich kann alles mit einem Polizisten tun, was ich will. Ich komme davon, weil es ja sein Kumpel ist und er ihn ruhig mal schubsen kann und so. Problem ist, es gibt eine Verwechslung. Und plötzlich ist Bill auf dem Radar dieses fremden Polizisten. Er klettert aus der Reichweite des Polizisten und tschüss. Puh, so viel dazu. Als unser Boy wieder mal bei der Arbeit ist, überrascht ihn seine Freundin, das Mädel. Und sie denkt ja, er wäre sehr erfolgreich, er wäre der Generaldirektor. Und er schafft es durchweg, ihr vorzumachen, dass das so sei. Er schafft es sogar mit ihr in das Büro des Generaldirektors, so, das ist mein Büro. Und selbst wenn verschiedenste Leute reinlaufen, er kriegt's hin, er kriegt's gebacken. Was für Nerven. Kaum draußen fällt ihr auf, dass sie ihre Handtasche vergessen hat und er muss nochmal zurück, währenddem der Generaldirektor wieder in seinem Büro ist. Aber deswegen hört er zufällig mit, wie der Direktor sagt, dass er 1000 Kröten auf den Tisch legt für jemanden, der eine neue Idee hat, um Kunden anzulocken, um die Bekanntheit seines Warenhauses zu steigern. Sofort fällt dem Boy ein, wie die Leute geguckt haben, als sein Kumpel diese Fassade hochgeklettert ist. Und denkt sich, das wäre so ein Werbe-Event, das wäre so eine Aktion, damit kriege ich doch die 1000 Mäuse. Und er geht rein und stellt die Idee vor und die ist gekauft und er soll es organisieren. Also ruft er mal durch bei Bill und der ist auch mit dabei und findet, ja, kein Problem, ey. 12-stöckiges Gebäude? Mach ich. Das Ganze soll schon am nächsten Tag stattfinden und Harold findet, ja, dann habe ich ja die $500. Er teilt hier schließlich mit seinem Kumpel und dann kann er seine Geliebte auch heiraten. Auch an dem Tag. Klar, natürlich. Nur kein Stress. Ein Zeitungsbericht über dieses Vorhaben landet bei dem Polizisten, den wir vorhin kennengelernt haben. Und der denkt sich, das muss doch der sein, der mir über die Fassade entkommen ist. Den werde ich mir schnappen. Es ist viel Publikum zusammengekommen, aber eben auch der Polizist ist da. Bill hat aber die Idee, hey, kletter du in den ersten Stock rauf und dann kommst du kurz in ein Fenster und ich nehme die Jacke und den Hut von dir und kletter dann weiter. Und damit kommen wir schon zum Filmende. Unser Boy fängt an zu klettern und der Polizist entdeckt ausgerechnet dann doch noch Bill und verfolgt ihn in den Laden. Bill muss ja sowieso ins Gebäude und hoch, um den Harold abzulösen, aber er bringt den Kopf nicht von seinen Hacken. Also muss der Boy weiterklettern. Och, wir treffen uns noch ein paar Stockwerke höher. Ja, und der Boy hat echt mit vielen zu kämpfen. Seines Tauben oder aus der Sportabteilung fallende Tennisnetze. Leute, die Fenster blockieren, dass Bill nicht an ihn rankommt. So geht das dann weiter und weiter. Und teilweise ist es echt waghalsig, wie er da rumklettert, inklusive zum Beispiel an einer Uhr. Oh, das ist überhängend. Aber aus dieser misslichen Lage hilft ihm der Bill mit einem Seil. Und der Polizist merkt dann auch, oh, an dem Seil hängt ein Leben, da helfe ich mit. Aber danach sofort wieder Verfolgungsjagd. Und der Boy muss weiter klettern. Am Ende schafft es unser Junge ganz allein bis ganz nach oben. Und das Mädchen, das hat ihn klettern sehen und wartet oben auf ihn. Bill jagt noch über die Dächer davon. Ja, ich werde ihn schon noch abhängen, irgendwann. Der Polizist hinterher, aber ja, für den Jungen und das Mädchen ist alles gut gekommen. Ende. Oh, wie süß. Und wie waghalsig. Wollen wir drüber reden? Okay. Erstmal kurz ein paar Worte zu Harold Lloyd. Harold Clayton Lloyd eigentlich, der lebte von 1893 bis 1971. Und er gilt als einer der drei großen Stummfilmkomiker, neben Charlie Chaplin und Buster Keaton. Er war Schauspieler, Komiker und Filmproduzent. Im Gegensatz zu den anderen beiden ist er nicht in einer Künstlerfamilie groß geworden und musste sich das Ganze ziemlich hart erarbeiten, überhaupt dahin zu kommen. Und er sah sich auch nie wirklich als Komiker, sondern als Schauspieler. Und sein Freund und auch Produzent Hal Roach hat mal gesagt, er ist der beste Schauspieler, um einen Komiker darzustellen.
Ich finde, das ist eine interessante Aussage. Sein bekanntester Charakter ist der Glasses Character. Ein bebrillter, etwas ängstlicher Normalo, der aber nach Glück strebt und Erfolg und über sich hinaus wächst. Genau diesen Charakter haben wir ja auch gesehen hier. Harold Lloyd hatte übrigens auch die Idee zu diesem Film, weil er mal in Los Angeles war und zufälligerweise Bill Strother gesehen hat, wie er am Brockman Building hochgeklettert ist. Er fand dann, ich muss mich dem vorstellen. Er hat sich dem vorgestellt und ihn dazu eingeladen mitzumachen und der spielt dann den Bill. Ich meine, Bill Strother, Bill. Hatten wir vorhin beim Cast. Der Witz ist nun, der echte Fassadenkletterer klettert fast nicht und der Schauspieler klettert sehr viel Fassade. Ist das jetzt Filmironie oder Castingironie oder ist es einfach Ironie? Na denn, wenigstens hatte er einen Spezialisten am Set. Man kann es ja auch so angucken. Für diese Aufnahmen in schwindelerregender Höhe hat man übrigens eine Fassade auf einem Wolkenkratzerdach gebaut, damit man mit der Kamera mit dem richtigen Winkel dann die Aufnahme hinkriegt von ihm und der Straße ganz tief unten, damit das wirklich auch stimmt. Von weiter weg sollte das etwa so aussehen. Fassade auf Dach, da ist noch eine Matratze, auf einer Plattform, auf einer kleinen. Ganz ungefährlich war das dann nicht. Das zeigt sich auch an der Anekdote, dass Harold Lloyd bei diesem Urstunt, der übrigens das bekannteste Bild aus dem ganzen Film ist, bei diesem Stunt hat er erstmal einen Dummy, also eine menschengetreue Puppe, runtergeworfen auf die Matratze, die da lag. Und die Puppe prallte ab und stürzte auf die Straße. Und nach diesem Bild dann noch diesen Stunt drehen. Der hat Nerven aus Stahl. Übrigens dachte man sehr lange, dass da wirklich eine echte Fassade hochgeklettert ist und nicht diese Fake-Fassade auf dem Dach. Aber 1980, also wirklich sehr lange später, hat dann einer gesagt, ich war Stuntman für ihn damals übrigens. Er hat geklettert, wenn es die Longshots gab, also von Weitem das Gebäude. Und Harold Lloyd hat die Nahaufnahmen gespielt, aber eben an der Fake-Fassade. Also ganz viele neue Infos. Diese ganzen neuen Infos wollte der Stuntman übrigens für sich behalten bis nach Lloyds Tod. Wir wissen, das war 71 und er hat es 80 dann veröffentlicht. Und er wollte unbedingt klarstellen auch, dass die Stunts, die Lloyd selber gemacht hat, die waren auch gefährlich. Ziemlich gefährlich. Der Titel des Films war Programm Safety Last. Nicht so super. Eigentlich. Damals hatte ein unfallfreier Abschluss eines Films auch was mit Glück zu tun anscheinend. Und die Kirsche auf dem Sahnehäubchen bildet folgendes Detail. Es gab den Umstand, dass mal Harold Lloyd eine Requisitenbombe in die Hände bekommen hat, die aber dann keine war. Er hat sie angezündet und verlor seinen rechten Daumen und Zeigefinger. Er hat nach langer Heilungsphase natürlich immer Handschuhe getragen, um das halt zu verstecken. Und jetzt überleg mal, solche ausgerechnet auch Kletterstunts mit 8 Fingern. Wow, das ist next level. Die Zusammenfassung ist eher kürzer ausgefallen. Also sowieso kürzer als beim letzten Clip. Aber an und für sich kürzer. Und warum? Weil es halt eine Komödie ist und mit sehr viel visuellem Humor gearbeitet wird und eine verbale Zusammenfassung von visueller Komik. Deswegen empfehle ich wieder mal diesen Film im Ganzen zu gucken. Ich meine, ist es aufgefallen ganz am Schluss, dieser kleine Joke mit den Schuhen? Nochmal? Solche Kleinigkeiten findet man in diesem Film zuhauf. Viel Spaß damit! Und wenn es noch mehr Komik sein darf, wie wär's mit Charlie Chaplin und Klein Jackie? Dazu habe ich auch einen Clip gemacht. Link in den Infos. Ihr werdet es schon finden. Ich danke sehr fürs Zugucken und verbleibe mit. Ich wünsche euch was und bye bye.